Hi meine lieben Schnutis und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es als erstes Video ein Laber-Video. Ich hoffe, dass ich heute als zweites Video endlich ein Aufgebraucht-Video drehen kann, weil Leute, die Tüte platzt. Es ist zwar nur 50% von dem, was ich aufgebraucht habe in den letzten 2 Monaten, weil nichts mehr in die Tüte reinpasst. Es ist trotzdem sehr viel und es wird mal Zeit, dass wir die Tüte hier mal rausschmeißen und dass sie endlich in den Müll kommt, so viel wie wieder drin ist. Eventuell könnten es auch 2 Teile werden, ich weiß es nicht. Aber es wird mal Zeit, dass ein Aufgebraucht-Video gedreht wird. Ignoriert meine Haare, ich komme fresh aus der Dusche. Haare sind noch so halb nass, habt ihr jetzt irgendwie hinten festgeklammert. Genau, ich würde mal sagen, die ersten Minuten widmen wir wieder meinem Budget Planner. Ich habe nämlich gestern neue Challenges online gestellt. Ich weiß aber, dass es nicht jeden hier auf meinem Kanal interessiert. Das muss es auch nicht. Nicht jeder spart mit dieser Methode. Aus dem Grund werde ich jetzt hier einmal einblenden, wann ich aufhöre, über den Budget Planner zu reden, beziehungsweise ab wann ich anfange, über meinen gestrigen Tag, beziehungsweise den Sonntag zu reden. Denn da war wirklich... Leute, meine Hände sind rot, komplett gerötet, trocken bis zum geht nicht mehr. Wieso? Erzähle ich nach dem ganzen Krams hier. Oder für diejenigen jetzt sofort, die halt überspringen bzw. vorspulen. So, ich würde mal sagen, wir fangen mit Werbung an. Meine lieben Schnutis, an alle, die jetzt dran geblieben sind, ich habe irgendwie einen kleinen Zungenbrecher, also sorry, falls ich mich hier nonstop irgendwie verspreche. An alle, die jetzt auch dran geblieben sind, die absolut keine Ahnung haben, was ich jetzt gerade in den Händen halte, das ist einmal mein Spielebinder, mein Budgetplaner, mit dem ich spielerisch meine Finanzen gut kontrolliere und mit dem ich halt mir immer einen kleinen Puffer aufbaue. Beziehungsweise ich spare spielerisch. Ich bin nämlich absolut keine Sparqueen. Ich zahle immer mit Karte. Wenn ich Bargeld habe, dann gebe ich es aus für alles, was ich gerade finde und keine Ahnung was. Und dann gucke ich Ende des Monats auf meine Karte und denke mir dann so, wow, alles klar. Ich habe das Ganze irgendwann vor gut 1,5 Jahren einfach mal spontan angefangen und muss sagen, ich habe innerhalb von 2 Monaten 700 Euro zusammensparen können. Und es gab dann einfach einen Moment dann schon nach 2 Monaten, wo ich gedacht habe, scheiße, okay, jetzt könnten wir das Geld jetzt wirklich gut gebrauchen. Und dann hatte man halt einfach das Geld. Und ich finde es halt einfach eine sehr, sehr tolle Methode, spielerisch durch eine Sucht, die man entwickelt. Und das ist, sage ich jetzt wirklich nicht einfach so, sondern es ist halt einfach bei vielen eine Sucht, die entwickelt wird zum Sparen, weil es halt einfach spielerisch ist. Es ist eine spielerische Methode, mit der man eine Sucht aufbaut und immer Geld in den Budgetplaner, in den Budgetbinder reinmachen möchte. Oh, jetzt kriege ich immer Nachrichten. Das regt mich auf. Immer wenn ich ein Video drehe, schreiben mir 578.000 Millionen Menschen. Ja, auf jeden Fall entwickelt ihr einfach eine Sucht und möchtet immer Geld in diesen Binder reintun. Und dann überlegt ihr euch im Laden, okay, brauche ich das, brauche ich das nicht? Wenn ich das jetzt nicht kaufe, und eigentlich brauche ich das Produkt ja nicht, aber ich würde es mir schon trotzdem gerne kaufen, aber ich kaufe es mir nicht, weil wenn ich es mir nicht kaufe, kann ich Geld in den Budgetplaner reintun. Und wenn es auch wirklich immer nur 1, 2, 3, 4, 5 Euro sind, ist es egal, es läppert sich auf Dauer. Ich werde euch das sagen. Also hier haben wir einmal das Versprechen. Ich bin scheiße müde. Ich zeige euch jetzt einmal meinen Budgetplaner, den habe ich erst vor ein paar Tagen aussortiert. Da werde ich auch nochmal einen Short zu hochladen. Aber genau, ich zeige euch den jetzt einfach mal. Das hier ist mein Sparspielebinder und hier mit einem süßen P, Pascal gewidmet. Ja, machen wir das Ganze mal auf. Wie gesagt, ich habe den erst vor ein paar Tagen hier einmal neu einsortiert und habe alle anderen mal rausgenommen. Und zwar haben wir hier einmal diese Zipper, wo am Ende auch das Geld reinkommt. Hier haben wir zum Beispiel hier die Sternzeichen-Challenge. Ich bin ja Sternzeichen Löwe mit einem Überraschungsfeld. Bei diesem Überraschungsfeld befindet sich halt einfach eine Summe dahinter, die man halt am Ende aufrubbelt und die man dann sparen muss. Aber erst nachdem mal das alles hier gespart hat, zum Beispiel hier 4 Euro, 5 Euro, 6 Euro, 3 Euro, 5 Euro, 1 Euro und so weiter und so fort. Und wenn das alles weggespart ist, könnt ihr hier einmal das Überraschungsfeld mit eintragen. Beziehungsweise mit sparen und dann hinten beim Tracker eintragen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt euch so hier zeigen kann. Ich werde euch das gleich mal zeigen, wie ein Tracker aussieht. Hier haben wir zum Beispiel die Oster-Challenge. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir 3, 6, 9 Rubbelfelder und dahinter befinden sich halt Beträge, die ihr sparen müsst. Bei Etsy habe ich halt auch immer so Beträge stehen. Zum Beispiel steht dann da, der Höchstbetrag ist 20 Euro oder sowas oder ihr könnt Beträge von 1 bis 20 Euro sparen. Sprich, der Höchstbetrag hinter so einem Rubbelfeld ist nicht mehr wie 20 Euro. Hier könnt ihr sehen, die Gesamtsumme ist 50 Euro. Hier haben wir zum Beispiel auch ein Kreuzwort-Sparspiel. Da könnt ihr pro gefundenes Tierwort, hier sind Tiere versteckt, könnt ihr 5 Euro sparen. 11 Wörter könnt ihr insgesamt finden. Hier habe ich zum Beispiel noch 2 Challenges von der lieben Franziska, heißt die, glaube ich, auf Etsy. Genau, das sind ihre Challenges.
Dann haben wir zum Beispiel hier auch Uhr, dich reich. Die passende Uhrzeit könnt ihr eintragen, die jetzt gerade zum Beispiel ist. Und dann spart ihr einfach diesen Betrag. Wir haben hier auch eine schöne Valentinstags-Challenge. Hier könnt ihr insgesamt 30 Euro sparen mit 5 Überraschungsfeldern. Und hier habe ich dann noch so Sparspiele von anderen Shops. Und jetzt würde ich mal sagen, ich zeige euch meine neuen Challenges. Jetzt habt ihr natürlich so einen kleinen Eindruck bekommen und ich versuche auch ein kleines bisschen schneller zu reden, damit das Ganze hier nicht unglaublich lange dauert. So, weil es soll hier nicht immer um dasselbe Thema gehen. Aber da ich jetzt neue Challenges angefertigt habe und sie auch gestern hochgeladen habe, habe ich gedacht, ich zeige euch das gleich in einem Zug. So, ich würde mal sagen, ich fange mal an mit einem Tracker, weil das habe ich euch ja gerade gezeigt gehabt. Das ist einmal ein Tracker. Bei mir gibt es zu jedem Sparspiel bzw. zu jeder Challenge einmal einen Tracker. Hier tragt ihr einmal das Datum ein, an dem Tag, wo ihr diesen Betrag sparen möchtet. Zum Beispiel heute wäre der 22. Hier schreibt ihr dann zum Beispiel den Betrag rein, den ihr sparen müsst. Zum Beispiel habt ihr auf dem Würfel eine 1 stehen, ihr möchtet gerne diese 1 Euro sparen. Das heißt, ihr schreibt hier plus 1 hin und am Ende ist die Summe ja 1 Euro. Bei dem nächsten Mal, wo ihr dann gespart habt bzw. sparen möchtet, schreibt ihr wieder das Datum rein. Dann wieder die Summe, die ihr sparen müsst. Zum Beispiel in dem Falle wären es dann, sagen wir mal, 2 Euro. Dann kommt hier die Endsumme rein. Sprich, es sind nicht mehr 1 Euro, sondern es sind dann ja 1 plus 2 Euro gleich 3 Euro. Hier kommt das Datum rein. Hier immer die Summe rein, die ihr sparen müsst, sag ich mal so, durch die Challenges. Und hier kommt immer die Endsumme rein, die ihr schon durch diese Challenge gespart habt. Zu diesem wunderschönen Tracker kommen natürlich auch Challenges. Und zwar gibt es einmal neu auf meinem Etsy-Shop, in meinem Etsy-Shop einmal die 2-Euro-Challenge. Pro 2 Euro könnt ihr dann hier einmal ein Feld ausmalen, einen Kreis ausmalen. Es gibt auch die 5-Euro-Challenge. Hier unten steht dann halt auch immer, wie viel ihr dann insgesamt gespart habt. Zum Beispiel bei der 2-Euro-Challenge 24 Euro, hier 60 Euro. Hier haben wir die 10-Euro-Challenge. Die 20-Euro-Challenge kommt dann gleich. Hier haben wir dann die 20-Euro-Challenge und passend nochmal eine für etwas mutigere Leute, eine 50-Euro-Challenge. Genau, die Challenges kommen immer passend zu einem Tracker. Und genau, dann haben wir hier einmal weiter Schuldenfree. Ich weiß, nicht jeder mag dieses Denglisch. Ich liebe dieses Denglisch irgendwie. Und mir kommen die Namen auch immer super, super spontan. Ich finde immer, die meisten Challenges sind immer entweder komplett Deutsch oder komplett Englisch. Und ich fand halt einfach dieser Mischmasch, den fand ich halt einfach ganz interessant. Hier haben wir einmal Schuldenfree. Das ist der Tracker, eigentlich komplett uninteressant. Genau, diesmal nicht so, sondern so. Und hier haben wir halt einfach Schuldenfree Challenge. Hier könnt ihr pro Euro-Säckchen, sag ich mal so, einen Betrag eurer Wahl sparen. Hier habt ihr zum Beispiel das Säckchen gleich. Hier könnt ihr dann zum Beispiel 2 Euro reinschreiben, sprich pro Säckchen spart ihr dann 2 Euro. Oder ihr schreibt 5 Euro rein, 10 Euro rein oder 100 Euro rein. Dann müsst ihr halt pro Säckchen immer genau diese Summe sparen, die ihr hier unten reingeschrieben habt. Dann haben wir eine weitere interessante Challenge, und zwar die Halloween-Challenge. Hier könnt ihr pro Spinne sparen. In der Spinne steht ein Betrag drin. 6 Euro, 2 Euro und je nachdem, welchen Betrag ihr sparen möchtet, malt ihr die Spinne aus und spart die und tragt das Ganze hier in diesem wunderschönen Tracker mit ein. Dann haben wir einmal die Oktober-Challenge. Ich möchte gerne eine ganz Jahres-Monats-Challenge machen, aber ich mache das immer nicht so auf Hektik, sondern wirklich, wenn mir was einfällt und wenn ich am Ende von Januar bis Dezember alles fertig habe, dann habe ich es halt fertig. Aber so biete ich die jetzt erstmal einzeln an. Da wir im Oktober Halloween haben, habe ich es hier auch ein bisschen Halloween-mäßig gestaltet, wie die andere Challenge. Genau, hier haben wir einmal eine Rubbel-Challenge mit 2, 4, 6 Rubbelfeldern. Genau, auf Etsy stehen dann halt immer die Beträge drauf, beziehungsweise was der Höchstbetrag hier ist, den man hier sparen kann, der passende Tracker mit dazu. Und lasst euch hier bei 6 Feldern einfach überraschen, was für ein Betrag sich dahinter verbirgt. So, dann kommen wir zu einer Challenge, die mir vor 2 Tagen mitten in der Nacht eingefallen ist. Der Name ist mir halt einfach wie in den Kopf geschossen. Und zwar heißt die Challenge Lord Drachicus. Ja, Lord Drachicus. Und zwar sieht die Challenge so süß aus und ich finde, die ist mir einfach unglaublich gelungen. Wir haben hier hinter einfache Drachen und dann drüber einfach Rubbelsticker. Und ja, die Drachen haben halt alle einen Betrag und die müsst ihr halt erst aufrubbeln. Genau, hier könnt ihr insgesamt 35 Euro sparen. Und genau, das ist auch eine Rubbel-Challenge mit 2, 4, 5 diesmal. 5? Nein, 6, 2,
4, 6. 6 Überraschungsfeldern und einem süßen, passenden Tracker mit dazu. So, ich habe mich gerade jetzt so hart versprochen, dass ich das Ganze jetzt nochmal aufnehmen werde. Also, hier haben wir einmal die Snowman Challenge. Und bei der Snowman Challenge habe ich mir diesmal was sehr Tolles einfallen lassen. Und zwar haben wir hier nicht nur die Challenge an sich mit den Rubbelstickern wieder, wo ihr 2, 4, 6, 7 Felder diesmal aufrubbeln könnt und insgesamt 60 Euro sparen könnt. Okay, nicht ganz 60 Euro, denn ihr müsst das Ganze ja auch logisch tracken, damit ihr wisst, wie viel Geld sich aktuell in eurem Zipper befindet. Ihr könnt sogar auf dem Tracker sparen. Das heißt, wenn ihr das hier alles aufgerubbelt habt, könnt ihr nochmal die restlichen 3 auf dem Tracker aufrubbeln und so ergibt sich am Ende eine Summe von 60 Euro. So, das sind jetzt die Challenges, die ich neu reingestellt habe. Vielleicht kommt demnächst wieder was Neues. Ich habe schon 2 neue angefertigt, aber die sind noch nicht ganz so zu 100%. Wie gesagt, bei mir auf Etsy könnt ihr nochmal ordentlich sparen. Ihr könnt auch bei mir über Instagram bestellen, falls ihr kein Etsy habt. Sehr, sehr gerne. Ihr bekommt auch aktuell bei mir 10%, egal ob auf eine Bestellung bei Etsy oder ob auf eine Bestellung bei Instagram. Genau, ansonsten bei Etsy, der Link ist unten in der Infobox und bei Etsy müsst ihr einmal den Rabattcode DankeBerry10 eingeben. Der ist aber auch nochmal unten in der Infobox einmal drin reingeschrieben. Ich kann nicht mehr reden, es ist so schwer heute für mich zu reden, Alter. Ey, meine Zunge so schwer, Mann. Aber naja, gut. Check gerne meinen Etsy-Shop ab. Ansonsten Bestellungen nehme ich auch gerne über Instagram auf. Ganz, ganz wichtig, aktuell versende ich nur innerhalb Deutschlands. Oder ist das deutsch gewesen? Nein, wahrscheinlich nicht. Also innerhalb von Deutschland. Aktuell kann ich noch nicht ins Ausland verschicken, weil ich dazu noch die passenden Lizenzen mir besorgen muss. Deswegen geht das noch nicht. Also nur an Leute, die in Deutschland leben, wohnen, Wohnsitz haben, wie auch immer. Gut, wir reden jetzt weiter und zwar nicht mehr über den Budgetplaner. So, jetzt habe ich ja genug über den Budgetplaner geredet. Einige von euch haben definitiv vorgespult, weil die das halt einfach auch nicht juckt, was ich verstehen kann. Ist ja nicht jedem halt seins, ne? Wie habt ihr gestern euren Sonntag verbracht? Leute, ich habe gestern meinen Sonntag verbracht und meine Hände sind rot bis zum geht nicht mehr. Leute, ich habe gedacht, no joke, dass am Anfang habe ich gedacht, Milch und Blut, vor allem Blut, aus Wäsche rauszubekommen, ist wirklich der Endgegner. Habe ich gedacht. Mhm. Da habe ich mich schon aufgeregt, wenn ich Blut nicht mehr aus der Wäsche rausbekommen habe. Mittlerweile bin ich pro, Blut aus der Wäsche rauszubekommen. Das ist easy peasy lemon squeezy oder Milchflecken. Easy peasy lemon squeezy. Leichter geht es gar nicht. Blut, das ist schon, was ist das? Das aus der Kleidung rauszukriegen, das ist gar nichts. Dann kam natürlich in die Milch irgendwann Brei mit rein. Ja, so Möhrenbrei vor allem. Da habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt endlich. Das ist Next Level Shit, das ist Endgegner, den Bums aus der Kleidung rauszubekommen, das ist, auch da habe ich irgendwann den Griff rausbekommen. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich das Produkt nehme und das Produkt nehme und das Produkt nehme, habe ich am Ende die passende Kombination und ich kriege den ganzen Bums raus. Leute, ich habe hier Fleckex, der kostet 20 Euro, der lebt erst seit 2 Tagen, der ist schon zur Hälfte leer. Ja, wir haben hier den guten Froschentferner, wie geil Seife. Ja, dann haben wir hier einen Froschfleckenzwerg, den ich euch auch sehr empfehlen kann. Dann haben wir hier von Siegel einen Fleckenentferner. Dann von Dr. Beckmann, wo ich in der Woche bestimmt 3 Stück von brauche. Ja, wir haben hier einmal das für Kinder- und Babykleidung. Und dann habe ich hier sogar von Denk mit Gallenseife. Also Leute, das chillt hier, das räume ich gar nicht weg, das chillt hier den ganzen Tag. Ja, ich brauche diese ganzen Fleckenentferner. Ich habe gedacht, wie gesagt, Milch in Kombination mit Kartoffelpü oder Kartoffelbrei, wie auch immer, das ist Endgegner. Da die Kacke dann rauszubekommen aus weißer Wäsche, da musste ich leider schon einmal ein Body wegschmeißen. Unser wunderschöner, süßer, knuffiger Sonnenmann hat gestern Pflaume bekommen. Von Hip ab 6 Monate Pflaumenbrei. Den Scheiß aus der Kleidung rauszubekommen, aus Tüchern rauszubekommen, das ist jetzt Endgegner. Das ist Endgegner. Diese Pflaume wird irgendwann schwarz. Der Brei ist so, der sieht so ein bisschen lila-mäßig aus, ja, logischerweise. Pflaumen gehen ja auch mehr so, finde ich, lila Stich, blau Stich ein bisschen. Aber egal, das Zeug wird irgendwann, wenn es trocken ist, schwarz. Das ist Punkt Nummer 1. Und den Kack dann mit Stückchen aus weißer Wäsche rauszubekommen, holy moly guacamole, ich habe gestern vielleicht für 5 Tücher den ganzen Tag gebraucht. Ich bin morgens aufgestanden und konnte erst um 19 Uhr eine Wäsche anmachen, weil ich erst dann alle Tücher frei von allem bekommen habe. So, dann hatte ich 2 Sachen, die sind nicht ganz sauber geworden. Das waren schon die letzten 2 Sachen, wo ich Aggression hatte, bis zum geht nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr hatte.
Und habe da ein Body rausgezogen. Das ist so ein Body, so ein Roboter-Body von DM, den ich da, ich glaube Pussblue oder sowas heißt der. Keine Ahnung, 7 Euro, den habe ich auch erst vor kurzem gekauft. Den hatte ich euch auch in einem Video oder sowas gezeigt gehabt. Wunderschöner Body, der ist aber leider irgendwie nicht ganz sauber geworden. Dann habe ich so meinen 0-15-Trick angewendet. Wirklich mein Trick, der bis jetzt mit allem geklappt hat. Mit allen C&A-Bodies, mit allen H&M-Bodies. Bisher hatte ich, was das angeht, überhaupt keine Probleme. Ich habe diesen Trick irgendwo aus dem Internet rausgezogen. Der sollte eigentlich gut für Blut sein, aber der ist auch tatsächlich gut für Kaki. Und zwar einfach Zitronensaft plus in Kombination Waschpulver oder Flüssigwaschmittel, was ihr halt auch da habt. Einfach ein bisschen entweder zusammen mixen, auf die Stelle dann halt einfach geben oder ein bisschen drauf tunken, sprühen, wie auch immer und dann halt einfach das Waschmittel da drauf geben und dann erstmal einziehen lassen. Das hat bis jetzt mit jedem Body geklappt. Ich mache das mit jedem C&A-Body, den ich habe. Wie gesagt, ich liebe ja die C&A-Bodies abgöttisch, die sind super, super toll, die Wickelbodies, die liebe ich, ja. Super süße Motive, also ich habe bis jetzt, no joke, von Größe 50, wir sind mittlerweile bei Größe 68 bei Jonas C&A. C&A fällt ja ein bisschen größer aus, kleiner aus, das heißt 68 ist mehr eine 62. Also ist sogar eine 62, aber keine 68. Naja gut, ich habe seither, seit Größe 50 eigentlich jedes Mal immer nur die neuen, die Bodies immer nachgekauft. Sprich, Jonas hat seit Größe 50 eigentlich immer dieselben Bodies. Immer dieselben Bodies, weil ich ihm immer dieselben Bodies seit Größe 50, jetzt bei 58 mittlerweile nachkaufe. Das heißt 50, 56, 62 und 68. Das heißt viermal schon. Und seit diesen vier Malen, diesen ganzen vier Größen, mache ich das eigentlich jedes Mal und hat immer super funktioniert. Egal ob der Body blau war, egal ob der Body pink, rot, grün, was auch immer für Farben drin hat, das hat immer geklappt. Und ich habe so wieder Bodies strahlend weiß bekommen. Von Kakiflecken bis ins Arm eingekackt und Rücken und keine Ahnung was. Ich habe bis jetzt damit alles wegbekommen. Ja, habe ich gestern den DM-Body da gehabt und habe einen ganz kleinen Fleck am Kragen nicht wegbekommen. Beziehungsweise ich habe gedacht, okay, nehmen wir jetzt einfach mal den Endgegner. Zitronensaft, das geht dann da raus. Ich habe das da drauf gesprüht, komme ungelogen, 2 Minuten, 3 Minuten später wieder, der ganze Body ist ausgeblichen. Der Body ist nicht mehr blau, der Body ist grau durch Zitronensaft. Kann mir mal jemand erklären, was das für eine miserable Qualität ist? Ich meine, ich habe jeden Tag mit Desinfektionsmitteln zu tun, mit Alkohol. Also hätte ich da wahrscheinlich eine Flasche Desinfektionsmittel drüber gekippt, wäre alles Blaue rausgegangen oder wie sieht's aus? Was ist das denn bitte für eine scheiß Qualität? Bitte, was? Nicht mal 2 Minuten, war weg. Zitronensaft, weg. Also sowas habe ich ja noch nie erlebt, dass so schnell... Nee, also ich war gestern echt, ich musste den Body in die Mülltonne schmeißen, der war voll gefleckt. Also ich persönlich kann euch die Qualität, also die Bodies von DM ultra schön. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es Bio ist oder irgendwie sowas. Die Bodies sind ultra schön, lassen sich super schön waschen. Qualität ist eigentlich so vom Äußeren her auch sehr gut. Aber was war denn das bitte mit dem Zitronensaft, dass mir die Farbe daraus geblichen ist? Ich meine, das war ja nicht Chlor oder irgendwie sowas, es war lediglich Zitronensaft. Es war was mit, ja okay, klar, es war was mit Säure. Aber auch viele Früchte haben Säure, so Zitrusfrüchte und so ein Krams. Also, ich meine, es wird ja jeden Tag mit Desinfektionsmitteln gearbeitet. Nee, also, da war ich gestern echt geschockt, dass wegen Zitronensaft mir die Farbe rausgegangen ist. Wie gesagt, hätte ich das zum ersten Mal gemacht, hätte ich gedacht, oh ja, das war ja Säure. Aber ich habe das ja, wie gesagt, mit vielen Bodies schon gemacht, weil ich das halt auch im Internet rausgelesen habe. Und nee, das war für mich so, in dem Moment musste ich echt daran denken, so, das ist wie eine andere Marke, die ich halt trage. Öfter mal, mit denen ich aber halt nicht mehr zusammenarbeite, hat aber auch seine Gründe, weil ich deren Qualität einfach mittlerweile räudig und zum Kotzen finde. Die Marke ist mit O, Anfangsbuchstabe O, ich werde die Marke nicht nennen. Das hält auch kein Millimeter Desinfektionsmittel aus, keine säurehaltigen Produkte, gar nichts, das bleicht sofort aus. T-Shirts für 80 Euro teilweise gefühlt, also die sind wirklich sehr teuer. T-Shirts für 20, 30, 40 Euro und dann kommst du dann mit ein bisschen Desinfektionsmittel dran und plötzlich ist dann alles aufgehellt. Und das gleiche war auch gestern bei dem Body. Also ich war geschockt wegen ein bisschen Zitronensaft. Also für den normalen Gebrauch bestimmt gut. An all diejenigen, die vielleicht auch viel mit Desinfektionsmittel arbeiten,
denen würde ich tatsächlich die Bodies von DM dann doch nicht empfehlen. Also so sah gestern mein Abend aus. Dementsprechend war ich dann heute wieder ein kleines bisschen auf Body-Shopping. Hört sich jetzt doof an, aber ich habe ein paar Wickelbodies wieder eingekauft, damit ich ein bisschen mehr Spielraum habe. Weil momentan werden die echt oft eingekackt. Und so schnell kann ich gar nicht waschen. Bin auch gerade schon wieder am Einweichen. Ich kriege da jeden Tag abends einen Sack voll hingestellt und denke mir nur so, schon wieder Arbeit für mich. Also ja, so sah mein Sonntag gestern aus. Ein bisschen viel, aber naja, was soll's. Ja, so, das war jetzt so das Gröbste an Geschichte, was ich für euch hatte. Eine Sache habe ich tatsächlich noch. Ich war gestern echt geschockt über Instagram. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen. Ich bin so ein bisschen meine Nachrichten mal endlich durchgegangen. Nicht alle, aber so teilweise. Falls ich euch mal irgendwann nicht geantwortet habe auf irgendeine Frage, schickt mir mal ein Fragezeichen, weil wie ich herausgefunden habe, Pascal liest sich einfach manchmal meine Kommentare durch oder einfach mal irgendwann meine Instagram-Nachrichten und beantwortet die einfach nicht. Und ich sehe es halt dann logischerweise nicht mehr. Chillt einfach auf meinem Instagram. Okay. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen, wie kann denn dein Mann eine beste Freundin haben? Und vor allem würde ich mir Sorgen machen, wenn er sagt, du sollst eine 24 holen und sie angeblich ja über 30 ist. Es geht sich hier um eine Frau, mit der Pascal zusammenarbeitet und die halt seine beste Freundin ist. Ja, das ist, mein Mann hat eine beste Freundin und das ist mir auch schnurzpiep egal. Und sie meinte dann ja, wenn, dann, also im Prinzip wollte sie mir nur sagen, das geht ja überhaupt nicht. Wenn er eine beste Freundin haben dürfte, dann wäre das wohl ja die Frau, also in dem Sinne dann ich. Ich wäre seine beste Freundin. Ich will gar nicht seine beste Freundin sein, ich bin seine Frau. Punkt. Ich gehöre zu seinem Leben dazu, ich bin seine Frau. Und vor allem, ich musste so lachen. Seid ihr aus so, dürfen eure Männer keine weiblichen Freunde haben oder sowas? Also ich persönlich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen, weil ich meinem Mann erstens vertraue, das ist der erste Punkt. Und zweitens kenne ich die Person sogar. Ja, ich kenne sie seit Jahren. Ich kenne sie seit fast so lange, wie ich Pascal kenne. Ich habe sie kurz danach kennengelernt. Die ist definitiv über 30. Die hat einen Sohn, der fast so alt ist wie Pascal, ein bisschen jünger. Aber... Jo, und die haben halt einen Gag so mit der 24 halt, weil der Sohn einmal eine Karte mitgebracht hat mit einer 24 drauf, statt mit dem Alter, wie alt sie halt geworden ist. Und seitdem sagt sie halt einfach, sie wird jedes Jahr 24. So, und weil sie halt jedes Jahr 24 wird und nicht über 30, hat Pascal gesagt, ja, kauf ihr mal eine 24, so. Ich kenne die Person. Ich habe sie schon so oft gesehen. Wie gesagt, die arbeiten zusammen. Die fahren jeden Tag zusammen zur Arbeit. Pascal nimmt sie mit, holt sie morgens ab, bringt sie nach Hause. Ich kenne sie. Und nee, also ganz ehrlich, alleine diese Aussage, wie kann dein Mann eine beste Freundin haben? Ja, mein Mann hat eine beste Freundin. Jo, was soll ich jetzt in der Ecke heulen oder was? Nee, Entschuldigung, ich kann doch nicht Pascal verbieten, Freundin zu haben. Hä, was spricht denn dagegen, eine weibliche Freundin zu haben, eine beste Freundin zu haben? Wow, wenn die mal jetzt aktuell nicht mehr, schon seit längerer Zeit nicht mehr, aber halt auch wegen der ganzen Situation, aber früher ist er bei der auch ein Trinken gegangen. Und weil er dann nicht mehr nach Hause fahren kann, weil wir vorher in einer anderen Stadt gewohnt haben, ist er auch dort geblieben über Nacht. Oh, stell dir vor, der ist über Nacht da geblieben. Ja, natürlich, wäre mir lieber, als dass er angetrunken nach Hause fährt, was überhaupt nicht geht. Also nein. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Und allein diese Aussage, wie kannst du nur, ja, wie kann ich nur, wow, wie kann ich nur, wie kann ich meinem Mann nur alles verbieten? Wie kann ich nicht meinem Mann alles verbieten? Ich glaube, das wäre das bessere Deutsch. Naja, egal. Ist das auch bei euch so? Verbietet ihr eurem Freund das auch? Also, oder eurem Mann das auch, so keine weiblichen Freunde zu haben? Ich finde das ein bisschen schwachsinnig. Okay, wenn die jetzt so im selben Alter und so wären, okay, kann ich verstehen. Ich glaube, dann würde ich mir so tatsächlich so ein bisschen Sorgen machen, ja. Aber bei einer Person, die über 30 ist, Liebe kennt keine Zahl, kein Alter. Aber in dem Falle weiß ich zu 100% nein, da brauche ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Klar gibt es immer Fälle, da kann man sich Sorgen machen, da macht man sich Sorgen, aber in meinem Falle mache ich mir keine Sorgen. Und wenn man zu 100% auf diesen Menschen ein Vertrauen hat, dann finde ich es halt auch unnötig, da sich irgendwie Sorgen zu machen. Und vor allem solche Kommentare finde ich dann unlogisch. Also, ich habe keinen Bock, meinen Mann zu kontrollieren. Nee, habe ich keinen Bock und keine Zeit für. So, Thema beendet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was heute noch so bei euch abgeht. Was habt ihr vor? Was steht die Woche vielleicht noch an? Wie war euer Wochenende? Daumen nach oben. Kostenlos, aber würde ich mich wie immer sehr freuen. Tschüss mit Öl.